Und als nächster Redner am Wort ein weiterer Wirtschaftssprecher, diesmal von den NEOS, Josef Schellhorn. Sehr geehrte Frau Staatssekretär, da der Antrag oder die Stunde vom Kollegen Luger sehr allgemein gehalten worden ist, darf ich trotzdem noch mal, auch weil Integration, Asyl zur Sprache gekommen ist, auf den Kollegen Redler noch mal replizieren. Ich möchte und ich finde es besonders, also beim Herrn Wurm hat es mich nicht gewundert, dass der mir Geldmacherei vorgeworfen hat, aber bei Ihnen wundert es mich total. Und Ihre Barmherzigkeit, der Herr Karas, der auch von Barmherzigkeit gesprochen hat und christlich-sozialen Werten, Ihre Barmherzigkeit endet wohl bei Ihren ÖVP-Wählern und bei Ihren Kirchengängern und sonst nirgends. Und das ist erschreckend. Nun, ich habe lange überlegt, wie ich mir meine Wortmeldungen zusammenrichte, vor allem was das jetzt betrifft. Und ich habe auch ganz lange... Herr Abgeordneter Schellhorn, bitte. Ich möchte mit einem Überblick beginnen, weil wir uns immer fragen, warum wir so zurückfallen, warum sich unser Wirtschaftsstandort nicht weiterentwickelt. Ich möchte mit einem Überblick beginnen oder Ihnen eine Übersicht geben, welche Verschlechterungen es gegeben hat. Und ich darf damit beginnen mit erstens der Registrierkasse, mit zweitens der Betriebsausgabenabzug von Gehältern ab 500.000 Euro, mit drittens Einschränkungen, Betriebsausgabenabzug bei freiwilligen Abfertigungen, mit fünftens Gruppenbesteuerung, mit Abzugsfähigkeit für Zins- und Lizenzzahlungen, mit Allergene, Verbürokratisierung der Gastronomie, mit der Abgabenerhöhung der Dividendenkäst für Unternehmer, mit der Abgabenerhöhung der Dividenden für Kästanleger, mit der Umsatzsteuer neu, mit der Sektsteuer, mit der Nova, mit der Kfz-Versicherungssteuer, mit der Tabaksteuer, mit der Verbrauchsteuer, mit den Unternehmenssteuern, mit der Bankenabgabe, mit dem Gewinnfreibetrag, mit der GmbH Light, mit der Abschreibung und noch vielen mehr. Und wir wundern, dass wir kein Wirtschaftswachstum, dass wir keine Unternehmerfreundlichkeit mehr haben. Wir wundern uns auch in dieser Hinsicht, die Sie beide zu verantworten haben, beide Rot und Schwarz, dass es hier einfach eine depressive Stimmung gibt und dass hier überhaupt kein Aufschwung vorhanden ist. Das lässt mir den Schluss zu, dass Sie überhaupt kein Interesse mehr haben daran, dass es in diesem Land auch noch was besser werden wird. Es lässt den Schluss für mich zu, Sie beide als Koalitionspartner warten eigentlich nur mehr auf Ihren Tod und auf sonst gar nichts mehr. Es ist der Stillstand in diesem Land, den Sie fördern. Lassen Sie mich aber trotzdem auch noch was Positives sagen, was diesen Arbeitsmarktgipfel betrifft. Der war nämlich kein Arbeitsmarktgipfel, er war eher ein Arbeitsmarktmaulwurf und sonst gar nichts. Also wenn Sie davon sprechen, was ist denn jetzt dabei herausgekommen? Wüssten Sie, um was es geht bei den Unternehmen, dann geht es um Arbeitszeitflexibilisierung einmal grundsätzlich, dass die ihre Spitzen abdecken können und dass es ganze Durchrechnungszeiträume geben muss. Das ist ganz was Wichtiges und das ist auch entscheidend. Das sagen uns die Unternehmer. Das wollen sie haben, weil es nicht mehr so einfach strukturiert ist. Und hier gibt es auch ein ganz klares Beispiel, wo es funktioniert hat. Und da muss ich ja direkt den Metaller KV loben. Dort hat es funktioniert, weil es eine Aufteilung und Einzelvereinbarungen auch gibt und eine Unterteilung. Man muss das auch in der Arbeitszeitregelung machen und das wissen Sie. Es ist auch ganz wichtig, dass man hier Vereinbarungen auf Betriebsebene trifft und auch die Ausweitung auf eine 12 Stunden bei Gleitzeit ist dagegen nach wie vor offen und das steht in Ihrem Regierungsübereinkommen, in Ihrem Arbeitsübereinkommen. Das haben Sie bis jetzt nicht bearbeitet. Das haben Sie auch beim Arbeitsmarktgipfel. Gut, der dauert ja nur 1,5 Stunden, weil dann musste die Pressekonferenz stattfinden, nicht beleuchten können.
Sie haben sich auf eine Bonus-Malus-Regelung so quasi geeinigt und vor allem haben Sie eines gemacht, dass Sie die Regelung der der aktiven Reisezeit nicht mehr mit einberechnet haben. Das war Ihr Vorteil. Das war aber gar so groß war dieser Arbeitsmarktgipfel nicht. Das schwant mir ein Übles beim Bildungsgipfel. Also das wären ja nicht einmal mehr Maulwurfhügeln. Im Grunde genommen will ich auch, was die Arbeitszeitflexibilisierung betrifft, auf einige Punkte noch einmal aufmerksam machen. Warum können wir nicht, warum können Sie es nicht schaffen oder warum verhindert es die Sozialpartnerschaft, vielleicht auch die Gewerkschaft, dass wir das ähnliche System wie in Deutschland anwenden? In Deutschland kann etwa flexibel mehr gearbeitet werden, ohne dass diese Flexibilität sofort mit Mehrkosten abgestraft und verteuert wird. Wir erleben nicht nur im Tourismus hohen saisonalen Schwankungen, wir erleben auch in der Produktion hohe saisonale Schwankungen. Und aus diesen Gründen heraus sollten Sie sich Rot und Schwarz oder Wirtschaftskammer und Gewerkschaft im Sinne der Sozialpartnerschaft darauf einigen, dass sie für die Menschen und hier im Land da sein sollten und nicht für sich selbst, dass die Wirtschaftskammer auch für die Arbeitgeber in diesem Land da sein sollte und nicht nur für sich selbst in ihrer Daseinsberechtigung. Ich möchte daher zum Abschluss auch noch einen Entschließungsantrag einbringen. Die Bundesregierung und insbesondere der Minister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie der Minister für Arbeit und Soziales werden aufgefordert, dem Nationalrat umgehend einen Gesetzesvorschlag zuzuleiten, der folgende Forderungen einschließt: Flexibilisierung der Kollektivverträge und Stärkung von Betriebsvereinbarungen, eine Tageshöchstarbeitszeit von maximal 12 Stunden bei gleichbleibender Wochenhöchstarbeitszeit, das Schaffen von Jahresarbeitszeitmodellen, deren Durchrechnungszeiträume oder Zeitraum für Überstunden soll auf ein Jahr ausgedehnt werden. Vielen Dank. Unternehmer seien in den letzten Jahren durch zahlreiche Steuern belastet worden, weshalb nicht verwunderlich sei, dass man kein Wirtschaftswachstum habe, argumentiert Josef Schellhorn von den NEOS.